So, hier geht's weiter. Ach, was mach ich da? I need cover! You going to do something? That one almost got Alter, noch mehr, ey? Was ist denn die ganze Kolonie, oder was? Haben sich alle Rebellen hier verschanzt, oder? Ei auffüllen. Ja. Ganz nebenbei, wenn einige das nicht wissen, wie die Anzeige des Dead Eyes aufgefüllt wird, indem du halt Gegner umbringst, ne? Dann nochmal voller die Anzeige. Du kannst auch die Anzeige sofort voll machen, wenn du Kautabak halt benutzt. Amigo! Amigo, ¿qué pasa? Boah, die knallen die voll ab. Eine Hinrichtung, ja. I need some information, DeSanta. All in good time. My man and I will finish our business here, and we can talk back at Escalera. The next time I see you, I need some answers, Captain. Go get drunk, go get a woman! Enjoy life! It's a beautiful struggle! Wie der lacht, ey. Haben wir auch geschafft. Ach, genau, was ich vergessen habe zu erwähnen. Ganz nebenbei. Ein Zuschauer hat das Ende verraten in einem Kommentar. Ich habe es mir natürlich nicht durchgelesen. Ich habe ihn sofort geblockt und gespammt. Weil ich finde, das ist eine Frechheit. Wir machen hier ein Let's Play und versuchen den Leuten hier Spaß zu machen. Und da gibt es halt einige Pappnasen und die versuchen das hier zu verderben. Halt. Und ich bitte euch, wenn ihr das Ende wisst, schreibt nicht so Kommentare, das nervt. Danke. Ja, ich bin auch sehr gespannt auf das Ende. Ich habe es mir natürlich nicht durchgelesen. Ich will mir durch so eine Sache jetzt nicht alles verderben. Das Spiel ist schon Hammer, die Story ist auch geil aufgebaut. Sehr spannend. Und abwechslungsreich, die Missionen. Deshalb. Halt, ne? Cheat, ich werde natürlich nicht cheaten. Wie einige halt als Nachricht gepostet haben, ey. Ich finde das natürlich nicht gut, wenn man cheatet. Da bleibt der Spaß einfach weg. Fällt einfach aus, der Spaß. So. Toma.
Thank you. My pleasure, partner. Jo. Das ist ja auch eine Art so Rollenspiel, ne? Man muss so Sachen freischalten, Kohle verdienen, Leuten helfen. Wenn man jetzt cheatet, dann hat man schon alles. Das ist... Da hat man gar keinen Spaß. Come on. Deshalb. Let's get this over with. Wie zum Beispiel bei Modern Warfare 2. Es gibt immer welche Cheater, die haben schon, was weiß ich, Prestige. Haben schon alle Sachen. Ich finde allein bei dem Spiel, die Sachen freizuschalten, das ist der Spaß. Das ist der Reiz. Und wenn das halt, manchmal, also bei mir ist das so, wenn ich jetzt alle Sachen freigeschaltet habe. Natürlich, das Spiel macht mir weiter Spaß, aber vorher hat es mehr Spaß gemacht, weil man die Sachen halt freischaltet. Und jetzt, indem man jetzt so einen Cheat eingibt, man hat schon alle Sachen. Ich finde... Man tretet sich selbst in den Arsch. Nach Luisa. Oder? Ja. Luisa Fortuna. Oder wie auch heißt. Müssen wir die mitnehmen. Hoffentlich klaut die nicht wieder unser Pferd, oder? Wieder so ein Dieb. Okay. Die scheint harmlos zu sein. Scheiße, jetzt entfernen wir uns aber vom Ziel, oder? Beschütze die Reisende vor den Banditen. Seht ihr, das meine ich. Wenn man jetzt cheatet, braucht man diese Sachen halt nicht mehr zu machen. Man hat Ruhm 100%, man hat Ehre 100%, Geld 100%. Wo ist dann der Spaß am Spiel? Dann braucht man eigentlich gar nicht mit der Welt zu interagieren. Einfach nur die ganze Zeit die Hauptmission zu machen. Kein Poker zocken, keine Klamotten freischalten, keine Waffen freischalten, keine Waffen kaufen. Nichts musst du machen. Du hast ja schon alles. Oh.
Ein Zuschauer hatte mich gefragt, ob ich schon Bären getroffen habe. Ne, habe ich noch nicht. Also muss noch aber kommen. Die sind ja, schätze ich, in Amerika, ne, in der ersten Karte, wo es halt Schnee gibt oder halt in den Wäldern. Da sind bestimmt die Bären. Oh, Wölfe. Hier eine kurze Pause. Gleich geht's weiter.